glaube, rechts ist einer in der Ecke. Könnte sein. Ist alles möglich. Ich bin getroffen. Jo Leute, nachdem wir endlich das Haus zusammengebaut haben, wollten wir jetzt auch ein bisschen die große Insel erkunden, also haben wir unsere besten Waffen genommen, sind ins Auto gestiegen und haben geschaut, wer so auf der großen Insel lebt. Und wir mussten ziemlich schnell feststellen, dass wir nicht die einzigen auf der Insel waren. Und ja, aber schaut am besten selber. Okay, gehört auch dazu. So, ja, stimmt. Genau. Und Lone Wolf auch. Ja. Immer dieselben. Töten uns immer wieder. Die sind 100 pro irgendwo unterwegs. Ja, die haben halt schon, das sind diese Leute auf dem Server, die haben schon ihre Häuser fertig und ziehen jetzt nur noch durch die Gegend und machen anderen Leuten das Leben schwer. Ja, ist so gut. Ist, nee, ist super. Nicht gut. So stelle ich mir eine Zombie-Apokalypse vor. Die Mitstreiter einfach töten. Ja, ist so, man. Es kann nur einen Überleben geben, so. Einer von den GG-Leuten, Lukas? Nee, leider nicht. Schade. Kann man so schön bekämpfen. Extra nachgeguckt. Ja, auch. Mag jemand von euch sie oder mag jemand von euch baiten und hat kein Problem damit zu sterben? Für einen guten Zweck. Jesus. Für so Kinder. Da links ist einer. Das ist ein Zombie gewesen. Wieso kam der so aus dem Wald geglitscht? Ja, genau. Da ist ein Heli. Oh, willst du stehen bleiben? Ja, das sind die. Das sind die Leute, von denen wir gerade haben. Erzählt haben. Okay. Wir sind tot, Mucka. Meinst du? Ja, wir sind zwei in der Halle da bei Sebastian rechts. Ja, wir werden sterben. Halle. Hier rechts gleich, diese Halle da rechts. Siehst du die? Fahr links in die Scheune, in die Scheune lieber. Nee, da rechts, fahr rechts. Ey, die wissen, glaube ich, dass wir das sind. In das Gebäude rein. Pass auf die Stangen davor auf. Eins weiter. Rückwärts. Ja, wir fliegen weiter, ne? Nee, soll nicht. Ne? Wir haben Zeit. Okay. Kleiner Überfall. Action angesagt. Hat irgendwer eine Sniper? Ja. Ja, ja. Mucka, dem eher. Okay, schon GG. Gut. Zwei abgesprungen. Wo? Im Wald, direkt vor uns. Ich glaube hin. Ja. Eben suppressing fire. Zu schießen, wenn die gucken. Bin tot. Ernsthaft? Ja, klar. K60. Ging schnell. Wo warst denn du? Das heißt, wir müssen uns hier einkämpfen. Wie gesagt, zwei sind abgeschnitten. Wir haben hier eine Scheißposition, ne? Mhm. Sind dann sogar vier Leute, wer ist denn das? Da ist ein Zombie, der reingekrochen kommt. Und ich hab ne SD. Lass uns verteilen, jeder am besten in der Ecke, dass wir so umgucken können. Kann sich einer ganz nach vorne platzieren und immer um die Ecken gucken. Am besten rechts vorne und dann so um die Ecke klupschen. Kann's versuchen. Versuch mit Third Person um die Ecke zu gucken. Die schießen durch die Gläser rein. Ja, ne? Da ist noch einer abgesprungen, oder? Da läuft einer, der Cross mit einer SVD. Ja, da laufen gerade welche. Einen ist getroffen. Nochmal getroffen. Zwei Hits hat er bekommen. An der Bahn, ne? Ja. Da guckt gerade einer. Lauf, der steht direkt da mitten drauf. Zu uns, oder wie? Ja, der guckt zu uns. Ja. Auf der Bahnschiene? Nebendran, ja. Direkt der Heli geht runter. Pass auf, der guckt ziemlich. Jetzt ist er wieder zurückgegangen. Oh. Jetzt guckt er wieder. Also genau auf der Bahnschiene, ne? Ja, am Zug. Okay. Jetzt rennt er nach links weg. Auf die Bahnschiene. Ja, pass auf, die Zombies laufen durch den Zug durch. In eure Richtung.
Ich hab ihn getroffen. Ist tot. Oh, good job. Trotz ist tot. Das ist die Truppe von Trotz. Zombies zu dir. Kannst du die mir aufhalten? Ja, ich probier's, aber die laufen halt alle durch diese Teile durch irgendwie. Einer ist tot, einer ist rechts schwer verletzt mit 2 Hits. Ja, und der Heli hovert da gerade. Okay. Links sind noch 2-3 Zombies. Warte, ich komm kurz rüber. Also sind noch 3 auf jeden Fall, glaube ich. Weil da ist nämlich noch einer abgesprungen gewesen. Okay. Da hovert der Heli, Kacke, der kann uns von hier aus einsehen. Meint ihr, ich kann durch das Dings schießen? Durch das Glas? Weiß nicht. Durch welches Glas? Ich hab den beschossen, ja, ich kann da durchschießen. Der ist weg. War da noch einer an der Gang? Er fliegt noch ein bisschen weiter höher. Weiß ich nicht, da ist auf jeden Fall noch einer abgesprungen gewesen. Weiß nicht. Guck auch auf die linke Seite, ne? Die kann sein, dass der hinten einfach umgeht, das Gebäude. Nicht, dass er dich dann von der Seite tötet. Ja. Aus dem Glück schieße ich nicht. Kannst du da was einsehen, Jesu? Ich gucke. Also nicht da, wo ich gerade gucken kann. Okay. Also rechts meine ich. Links sehe ich jetzt auch nichts. Ich sehe nur einzelne Zombies. Da habe ich ihn irgendwo getroffen, aber da sehe ich den auch nichts. Ist gerade einer von euch? Nein. Draußen schießt einer auf Zombies rechts von uns. Okay. Der läuft uns dann wahrscheinlich. Und die KA guckt wieder, ziemlich offensichtlich. Also der könnte gleich hier reinkommen. Oder einmal um das Gebäude rumlaufen. Ja, denke ich eher. Er kam in Richtung von dem... Die KA hovert da gerade wieder. Jetzt fliegt sie weiter. Ja, ja, der sucht, glaube ich, einen Einschusswinkel auf dich, Jesu. Versuch um die Ecken ein bisschen zu klubschen. Hier ist leider Third Person nicht aktiv, weil die Leute spielen zurzeit alle mit Third Person. Die denken, hey, auch Person. First Person ist scheiße, deswegen. Ich sehe einen. Hinten im Wald. Er schieße. Ich weiß nicht, eigentlich sollte ich ihn getötet haben. Du gibst mir immer noch Deckung, ne? Die KA geht immer weiter runter, die probiert, glaube ich, immer mehr zu zielen. Oder, ne, das ist ein Baum, lol, da sieht ein Baum 1:1 genauso aus. Links um die Ecke steht, glaube ich, einer. Entweder ein Zombie oder ein Typ. Ich habe da gerade einen. Ja, da stehen ein paar Zombies bei dir. Okay. Da könnte auch ein Typ gleich auftauchen. Da sah ein Baum, ne? So ein Baumwurzel sieht genauso aus. Oh Gott. Hier sind mir zu viele Zombies gerade. Da sieht so eine Baumwurzel 1:1 wirklich genauso aus, wie so ein Typ, der liegt mit so einem Soulship. Man sieht die KA da hinten, die ist zwar ziemlich ruhig. Ja, aber das ist. Oh, da hinten ist einer gelaufen, links von uns. Wo da hinten? Er wird geschossen, pass auf. Lass also links, auf SUV. Links ist noch einer gelaufen. Den habe ich da langlaufen sehen. Wohin ist er gelaufen? Richtung Stadt, also links lang an den Bahnschienen in der Stadt rein. Also der könnte von der von links kommen. Okay. Das war bestimmt der Typ, der den ich schießen gehört habe, neben uns. Kannst du mir hier nochmal die Zombies vom
Welt. Ich laufe nochmal vorne ran. Ich schaue nochmal, ob ich jemanden sehe. Aufpassen, da sind Zombies ein paar weg gleich an der Tür. Ja. Ich hab geschossen. Nicht wundern. Heute hat eine unsichtbare Hitbox. Och, ich hab mir eine Long-Range-Waffe einpacken sollen. Scheiße. Ich versuch gleich nochmal. Ich guck nochmal oben, nicht dass ein Sniper ganz oben auf dem Berg ist. Weiter sehe ich nichts. Okay, an der Tür kann er schon mal nicht stehen, dahinter, weil da drei oder vier Zombies stehen, ja, die auf die Wand einhauen gerade. Okay. Ich würde versuchen, eben auf den Heli zu schießen. Oh Gott. Dann komm lieber nach hier hinten, oder willst du durch die Scheiben schießen? Nee, nee, ich will einfach um die Ecke schießen. Das Einzige, wo wir vielleicht bossen werden können, ist von weiter hinten oder, also links weiter hinten oder gleich bei den Tannen hier vorne. Ja. Ich hätte den getroffen, aber ich schieß da voll gegen die Tür. Die hat eine unsichtbare Hitbox. Ich muss jetzt überlegen, wie mache ich das am besten, dass der mich nicht sieht. Da ist der Heli. Ich kann nochmal versuchen, durch die Scheibe zu schießen. Ich schieße. Wenn ich durch die Scheibe schießen kann, dann hätte ich den jetzt getroffen. Warte, Desu, hast du gerade gehauen? Dann sei rechts an der Ecke, wenn nicht. Ja, sei das, die einfach nur gegen die Wand hauen. Kannst du nochmal die Zombies töten? Ich hab da grad das komische Gefühl, dass da rechts einer an der Ecke ist. Pass auf, Dave. Nicht, dass du von den Zombies getötet wirst. Ich glaube, rechts ist einer an der Ecke. Könnte sein. Oh. Ist alles möglich. Ich bin getroffen. Fuck, ich verblut. Kannst du mir hinter einem SUV mich bandagieren? Desu, deck du weiter, Desu. Oh oh. Alter, der hätte mich beinahe getroffen, der Typ. Ich hab Viertel, gerade weg. Oh Gott, du schießt auf mich weiter, ich wurde auch getroffen, ich bin tot. Fuck. Da ist überall eine unsichtbare Hitbox. Ja, der schießt jetzt weiter auf den, Soll ich jetzt auch versuchen zu dir zu kommen? Warte, noch hab ich. Nein, diese bleibt weg. Noch hab ich ein bisschen Leben. Oh fuck, der Wagen explodiert. Jetzt bräuchte ich Hilfe, ja. Das ist unsinnig, er kann dich eh nicht wegdragen. Und diese wird wahrscheinlich auch nur getötet, wenn dann soll ich irgendwie eine Dingens noch weiter verschanzen und auf dich snipen. Fuck, jetzt hab ich gar kein Blut mehr. Jetzt hab ich die letzten 2000, glaube ich. Je nachdem, nach meiner, wie lang die scheiß Animation ist, schaffe ich eventuell sogar noch ab. Okay, ich kann mir ein Bloodpack geben. Kannst du eben nach hinten kommen mich... Fuck, ich habe jetzt diese Geist-Animation. Bitte. Ganz schnell ein Bloodpack. Okay, ich blute nicht mehr, ich bin safe. Warte. Ja. Der Heli ist hochgeflogen. Jo, ich bin safe. Brauchst du auch eins? Nee, ich bin noch voll Blut. Schafft er wieder hierhin zu kommen? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin gleich schon in Gorka. Kannst du wieder nach vorne gehen? Pass auf, die wollen uns durch das Fenster beschießen. Ich schaff grad die Leichen nicht zu looten. Okay. Ich hab eh nichts in meiner Leiche. Ich
hab gerade auf einen Zombie geschossen. Ja. Harry? Ich sitze hinterm Auto. Guck nach draußen. Auf dem Weg von Ether dahin, der Heli crasht seit? Nee, ne? Nee. Ich hab zumindest keine gesehen. Hab ich noch einen Painkiller? Hab ich genommen. Ich check nochmal das rechte Gebiet. Ein Bloodback habe ich noch. Ich hab auch noch Bloodback 2. Ich kann versuchen, den Sniper den Gunner rauszuschießen. Wird nur extrem risky. Soll ich wieder rangehen? Nach warte, rechts? Warte, der geht gerade runter. Ich versuche den Gunner jetzt rauszuschießen. Ich mach mega risky, okay? Okay. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Der ist gerade losgeflogen. Der hat mega Glück gehabt, dass der gerade losgeflogen ist. Die landen da auf jeden Fall. Die sammeln jemand wieder auf. Naja, die schießen gerade auf mich, weil ich nach vorne gegangen bin. Okay. Siehst du den Heli? Ja. Wo ist er genau? Der hovert gerade etwas über der Halle. Okay. Der guckt halt hier immer noch hin. Er schießt gerade. Ah, der hat einen, ich bin tot, Mann. Ja. Durchs Fenster. Ich wusste nicht, wo der war. Hat mich durch das Fenster getötet. Wir hätten auf keinen Fall in so eine Halle gehen sollen. Lieber aussteigen und sofort auf den Heli ballern. Das ist deutlich sicherer. Nicht bei dem Heli. Nicht bei dem Heli, der es kann Zero und hat Doppelzoom. Der hat einen Dreifachzoom, glaube ich sogar. Yo Leute, da haben wir uns erstmal mit dem besten Vehikel aus ganz Origins angelegt. Und ihr wisst ja, sowas lassen wir nicht lange auf uns sitzen. Hier oben habt ihr jetzt ein anderes Daisy Epoch Video und unten den letzten Origins Teil. Haut rein, bis zum nächsten Mal.